Kampagne Afrika on Eye Level. Ihre Bewerbung hat uns wirklich sehr gut gefallen. Kinshasa Collection, Mode als Aufhänger, das gefällt uns sehr gut. Und das im Kongo, im Herzen der Finsternis. Das ist jetzt echt eine Katastrophe. Was sollen wir denn machen? C'est ça le problème. Quand vous venez, c'est pour poser votre vision du monde sur nous. Je pense que son travail sera très intéressant pour vous, quoi. Wow, regarde. Ja, c'est ça. Total super. Non, ça c'est pas du patchwork. C'est patchwork, c'est des mots pour vous, là. Moi, j'appelle Kizoba Zoba. Et ces pièces sont importantes pour vous. Et la seule différence, c'est que vous ne les trouverez pas à Kinshasa. Et vous les trouverez en Chine. Ça, c'est pas possible pour nous d'aller en Chine. Ah, si, c'est possible pour vous. Okay. Ein letztes Bild. Kannst du an meine Familie schicken? Klar. Kizoba zoba u, kizoba zoba kulanda. Kizoba zoba u, kizoba zoba bilamba batonga balata. Mbuta machwa. Une vonda de boula mwanda. Ich bin mir nicht total sicher, dass das Hotel richtig ist. Kann ich noch mal gucken, ob das stimmt? Ja. Yushu Hotel. Ja, das sieht. Ja, das ist das auf jeden Fall. Ja. Okay, und dann. Also, was mich echt irritiert, ist, dass hier kein einziger Afrikaner ist, weit und breit. Ja. Naja. Vielleicht tauchen die ja noch auf. Es war kleiner. Ja. Nee, das war hier nicht. Aus, guck mal, da kommt ein Husky. Genau das richtige Klima. Doch, guck mal hier, dieses Chau Bay Lü. Das hatten die auch geschrieben. Das ist die richtige Straße, ja. Aber ob die Richtung stimmt, weiß ich nicht. Dies hier könnte es sein. Ja. Sollen wir hier schon mal reingehen, oder? Das ist nicht hier. Und das hört hier auch auf. Aber das ist wenn keine, du... Das also ist kein, das hier? Da, wo sie jetzt herkommt? Nee. Die müsste es jetzt sein. Oder die übernächste, sonst sind wir falsch. Nee, das ist nur eine Tiefgarage. Wir sind da. Ich erkenne das wieder. Guck mal hier, dieses mit dem Backstein. Wollen wir nicht? Ja. Aber du hast doch die Hausnummer und alles, das hast du doch noch mal aufgeschrieben, ja. Auf dem Zettel, ne? Doch, die Gasse hier müsste es sein, aber... Sorry. Nee. Allerdings, wenn es jetzt hier nicht ist. Das kann sehr gut sein. Was haben die gesagt? Zweiter Stock war das? Das sah aber echt so aus. Nicht so bunt. Hier ist kein Schlüsselkasten. Ach, da guck mal, da ist noch einer. Noch so ein Hinterhof. Ah, guck mal, diese. Das gucke ich noch mal eben. Ich glaube, das stimmt. Das kann doch sein. Vorsicht. Oh, oh, oh. Das stimmt. Ja.
So, jetzt noch. Hier müsste es ja reingehen. Noch eine Tür. Oh, die ist auf. Okay. Auch gut. Hey. Unser neues Heim. Oh, das ist aber toll. Flächig irgendwie, ne? Mit Garten. Oh, das gefällt mir aber. Willkommen in Guangzhou. Ja. Gott sei Dank haben die hier so ein... Es klingelt. Ja? Ja. Oh, geh dran. Also bislang ist es ja okay, weil der hatte ja gesagt, vielleicht kommt er. Und dann hat er vielleicht verpennt oder... Der weiß, dass wir heute Morgen angekommen sind. Und wir haben ihm wer hat das ihm gesagt eigentlich? Shongo oder Joe? Ja. Nix. Und wir haben auch nichts außer diese Telefonnummer, ne? Nee. Aber... Nee. Ja, dann weiß ich auch nicht. Warten wir jetzt erstmal oder was? Warten? Oder was? Wir haben keine Zeit zu warten. Jana, wir haben 3 Tage. Ja gut, aber... Was sollen wir machen? Ich probiere noch mal. Noch einmal Anthony, oder? Ja. Oder, Dings, wir haben jetzt niemanden. Ja, ich weiß. Wir sind total von dem abhängig. Hoffentlich gibt es den überhaupt. Nachher ist der eine Erfindung. Ist gleich schon 6:30. Du, ich glaube, ich habe die gehört. Ich guck mal, ne, ob die da sind. Mhm. Hello. Bienvenue. Nice to meet you. Nice to meet you. Ah, finalement, je suis très contente vous êtes là. Ouais, ouais. Oui, Anthony. Lui, c'est mon ami, mon partenaire. Mahdi. Moi, c'est Mahdi. Ouais. Bonjour, Mahdi. Ouais, enchanté. Elle, c'est Dimou, mon ami. Dimou. Ouais. Nice to meet you. Vous avez reçu, non, la liste pour les... La liste, là, j'ai pas bien compris ça. Mais c'était... C'était très clair, non, non, monsieur Cédric a... Non, je voulais pas faire comme ça. Je voulais... Parce que moi-même, je sais un peu faire... Je fais beaucoup pour moi-même. J'aime faire ce qui me semble bien pour moi-même. Parce que sa liste-là, c'est un peu compliqué. Nous voudrons faire comme une défilée de la mode à Kinshasa, avec les vêtements qui sont... mélangés, qui sont typiquement la mode urbaine, très contemporaine, très très chic. Faire de Kinshasa la capitale de la Kinshasa, mode. Voilà. Et on veut faire les achats ensemble demain avec Anthony, parce que Joe a expliqué que tu fais les choses comme ça. Avec ma façon de travailler, je ne pourrais pas travailler avec vous. Je vais... Cela veut dire? Vous allez me donner l'argent. Elle, c'est mon amie. Elle va m'assister. On achète tout ce que vous voulez. Et puis on vous le ramène. Donc moi, je ne saurais pas travailler avec toi en même temps. Ça ne serait pas possible. Avec Joe ou moi, c'est facile parce que c'est l'habitude. On sait comment on travaille. Et avec toi, ça serait compliqué. Vu que vous avez 2 jours, donc je dois vraiment travailler comme un robot. Je pourrais pas travailler avec toi. C'est pas possible. Jana, ich weiß nicht, mir kommt das echt wahnsinnig vor. Wir können doch den Leuten jetzt nicht unser ganzes Geld geben. Mann, ey, echt scheiße. Sorry if I get it correct, that you want to bring the camera along with your shopping? You want to film it? Yes, I mean, it's not like very officially, but I would have liked to come with it. It's not like it's just for YouTube. Yeah, but I still think it's not a very good idea to bring camera along with the shopping, because I don't think the shopper is gonna light the camera there. Yeah. And also, it's a little bit, I think, not so easy for white filmmakers to come to film the African neighborhood. Okay.
to... 我觉得可能还是我来拍你就好。Yeah, 也可以。No mm-hmm. okay. problem, like, yeah, it's okay. Sorry, but that's yeah. the reality. Jana, weißt du, also ich glaube, on va préparer l'argent. Nous, bien sûr, nous avons importé l'argent pour les achats. C'est ok, il n'y a pas de problème. Vous prenez votre temps. Vous attendez ici et... Jana, was meinst du, wir gehen einfach jetzt mal runter, dann können wir auch sprechen ein bisschen. Genau. Ja. Okay? Ja. Also, was meinst du, Jana? Riskieren wir das oder nicht? Ich meine, können die nicht irgendwie was... Also, wer hat für die sozusagen... Jo hat ja für ihn, also für Anthony, es ist der, der in der Mitte sitzt. Nee, doch, genau. Der Anthony ist der... Und ich denke, dass Anthony morgen... Also, wenn... Erstmal gucken, wie viel wir haben. Wird das ja wohl... wird der wohl nicht einfach so für den bürgen, oder? Bürgen tut hier keiner. Die sind entweder weg oder nicht. Also, ist es übertrieben, dass die alleine losgehen wollen? Oder... Weil ich finde es natürlich auch nicht... Ich meine, was machen wir die ganze Zeit? Was machen wir, finde ich jetzt echt sekundär. Aber wir können ja... Das überlegen wir nachher. Sind wir sicher, dass wir dem das Geld geben? Ja. On va faire ceci. C'est 33. 33 billets. 1, 2, 3. Ça, c'est pour nos transports. Oh, et on fait les achats pour toi. On a imaginé une autre... Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ouais. Ça, c'est pour moi. Tu as la liste? Et si, oui. Et si c'est nécessaire, il faut parler sur WhatsApp avec Joe, bien sûr. Vous faites comme vous voulez. Okay. Et avec les autres, on va créer cette groupe WhatsApp. D'accord? Finalisé. It's him. Oh. Anthony, ça va? Ah, finalement. OK. Ok, dans 10 minutes. D'accord. À bientôt. Hello. You good? Yes. Hello, Jana. Yes. Yeah, but sorry, Anthony is gonna be late again. Oh no. You're saying 5 minutes means 30 minutes, or is it more than? Yeah. More than 30 minutes. Yeah. Okay. Yeah, so. That's how he is. Okay. Sorry, it's not against you. It's like I'm just getting like really, really. But they're really cool. I think he says this time sense. Yeah, they're cool. Really they relaxed. Are. Funny also. Funny. Yeah, yeah. Yes. Mm-hmm. So. Mm-hmm. But I had thought maybe he would also go to the factory straight, but he's not, no. Because yesterday when I, if I understood correctly, he's only going to the malls, right? So he's never going to the factories directly for. I think he make phone calls to the factory to order stuff, but I don't think he goes there personally. Also, the factory they're quite in the suburb, far away. We have so much coverage at home. Yeah, it's about true. The working all photos, conditions. Yeah, all this like sad situations. Actually, that's also my fascination recently. What do you mean? You can just see them on the website. You don't need to go to the factory. Yeah, so people actually became a new kind of entertainment. So people watch and interact on it. And so I say, oh, they're really hardworking. And everybody happy holiday because I think what day is it? It's a traditional Chinese holiday. Are you on holiday? Hello. So I think it's also like a... Das ist ja der Hammer. Also labor workers, maybe they see this site and they also like interact with each other. Somebody even do a screenshot and say, oh, their machine is really old. Oh, they're still working. So that's 11:30 p.m. So somebody say, oh, are my they still God. Working? And the guy said, the girl in dress, is she married? So it became like a new social way, kind of. Yeah. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden. You see, so that's the this website. And we can see, that's all the camera in Guangzhou. So you see all this pink, red is all the camera in Guangzhou. It's everywhere, wow. No? Ey, da sind echt so viele.
Yeah, so oh. That's all the camera angle on the Das, was wir die ganze Zeit auch schon gesehen haben. It's a press here, so there's a camera here. It's also a camera here. Yeah. And you mean we can watch this live? Yeah, yeah, it's all live. Maybe I just click one and you can find the idea. Boah. So, this is someone's home. Is this someone? And you're saying these also maybe installed in the factories? Some are in the factories, some are in the house. But this is, I think this part is more like house and road. See, we are here, we are somewhere. So the boss doesn't... Over here. Actually, yeah. There's one really close by. See? Because actually, we are really here. So we are really here. So there's a camera here. Uh-huh. But that's like a small shop. We can just have a look how it is. Aha. Das muss es sein. Ja. Ist ja der Hammer. Wahrscheinlich ist das die kleine private und das andere ist CCTV. Ist das irre. Und man weiß nicht, wer das macht. Aus Hobby. It's really getting late. Yeah, yeah. But so come quickly and we meet at the appointment gate, okay? You can also buy some of the accessories. Why? That's my Kardashian. Hi Ma. Hi Mohan. Ich nehme mal an, dass wir jetzt anfangen können mit allem, was wir sonst machen. Bruh. Hallo. Hallo. Gott. Na gut, dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Hier sind hier unsere ersten Klamotten. Ja, das sieht aber nicht so aus wie Wholesale. Wir haben natürlich keine Ahnung, wo das alles ist. Also ich glaube nicht, dass die hier einkaufen. Ich stelle mir die Läden ehrlich gesagt größer vor. Wie so einen riesigen Markt vor. Ja, ja. Ja.
Hallo. Ich setze mich jetzt mal hier ein bisschen hin. Ja. Ich sehe keinen einzigen Afrikaner. Ja, ich auch nicht. Ich kann auch nicht irgendwelche Chinesen fragen, wo gehen die duften Leute aus Kinshasa ihre schicken Klamotten einkaufen. Wir haben keine Zigaretten. Soll ich welche kaufen? Schon eher ein bisschen lost hier. Also, vielleicht hatte Pascal recht. Inwiefern? Ja, das ist eine scheiß Idee, war hierher zu kommen. Möglich. Also das sehe ich. Ich sehe mich nicht hier irgendwie. Es spricht ja auch kein Mensch Englisch. Oder vielleicht ist das auf den Märkten auch ein bisschen anders. Aber wir wissen nicht, wo die Märkte sind. Und das finden wir vielleicht. Also im schlimmsten Fall haben wir die beiden Flüge in den Wind geschossen. Ja, ja. Und irgendwas. Ja, irgendwas kriegen die dann hin, aber die haben ja, ich weiß nicht, ob die dann weiter mitmachen. Das ist halt das Problem. So. Dorothy. Ja, bist du doch wach. Ach. Oh, Jan. Die haben hier um die alten Häuser herum gebaut. Mit der Wohnung hätten wir es nicht besser treffen können. Nee, finde ich auch. Ist gut. Aber wir hätten es besser treffen können mit, mit unseren Verbindungsleuten. Ja, Verbindungsmann. Ja. Oh, ja. Verbindungsmann Anthony. Ach komm, das wird schon. Das wird schon, 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 das wird schon. Ja. Anthony, maybe you can take a photo and send to the group. I think that's better. But I didn't film it. I want to film it. Already take the picture. But one more. Okay, finish. Yeah, sure. Skirt? My baby. Ich meine, die Gruppe existiert jetzt, aber noch nicht richtig. Ich weiß nicht, ob die da alle sind. Ich blicke bei den Nummern nicht durch. Hoffentlich fahren wir richtig. Da kann man sein restliches Leben verbringen in diesem Ort, ohne jemals rauszufinden. Ziemlich sicher, ich wüsste nicht wo. Wo sonst? Hello. Hi. Do you speak English? Yes. The billionaire shop. Do you know if it's still here? Guck mal, vielleicht hat er irgendwas geschickt. Nix. Nix. Hey, voilà. You're tired. Hi, Mala. Yes. Okay.
Hello. Hello. Yeah, Dorothee. Sie sind da. Let's go. Bonjour. Ici. Ah. Ici Kinshasa. Finalement, Kinshasa. Oui, mais on n'a toujours pas de, on a toujours pas de, d'image de vous. Non? Please put the camera. Ah. Caméra, on essaye. Oh bah, non, ce serait mieux quand même avec la caméra, même si ça nous fait des problèmes. La prochaine intervention, c'est Dorothée qui vous montre quelques effets qui viennent d'être achetés avec Anthony. Oui, parce que Anthony était aujourd'hui avec Monsieur Mahdi, ils ont acheté des choses et moi je voudrais très brièvement montrer. Tu peux voir ça. Et aussi un t-shirt. Bon, c'est pas bon. Vous n'êtes pas heureuse avec les choix? Oui. Tu l'as vu? Tu l'as vu? D'accord. Et aussi on a acheté quelque chose. Comme ici, un trekking suit en doré. Parce que ça, c'était. Je crois que ça fait l'unanimité. Super. Encore des choses, encore des choses. Si vous. Si vous. Si vous. Pensez, il manque des choses. Il manque des choses. Manque de choses. Lost in translation. Hello, hello, hello. Bonjour. Ça va? Welcome in China. I'm too nervous to be sitting by the stars. C'est bon? This is your friend. This is my friend. And you want what? I'm just feeling. You just want to be the golden boy. Ja, mit Zeitverschiebung und so weiter. Und ich bin hier bei Lydia. Das hat nicht so gut geklappt, wie ihr gemerkt habt, so wie der Skype-Termin. Also alle unter einen Hut zu kriegen, ne? So die Designer und euren Leute in Guangzhou. Das ist c'est Dorothee et Yana? Ja, oui, c'est vraiment, Dorothee, Yana, vraiment, j'ai quelque chose à vous dire. Hein. C'est quoi cette affaire avec Anthony, golden boy? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas, lui, il ne fait que des achats pour des hommes. Parce que moi, j'étais tenue femme. Hein? Parce que là, moi, je ne comprends pas. Donc, ça me fait mal à la tête et je risque même de laisser, d'abandonner ces projets. Écoute, hein? Écoute, ça ne va pas être un problème. Tu sais, Dorothée et Yana sont des femmes. Elles vont organiser avec les Golden Boys, etc. Dorothée, Yana, faites un effort de vous en charger parce que je pense que ce monsieur me tape sur les nerfs. Soit moi, je vais abandonner les projets. Donc, chargez-vous de ça. Il n'y a pas de problème. Tu verras. Ihr seht, die Stimmung ist super hier. Viel Spaß noch in Guangzhou. Wir versuchen es nochmal trotzdem mit dem Skype, okay? Tschüss! Wir gehen jetzt mal, Jana. Wir gehen jetzt mal. You're saying this... Afrika. Oh, so you have mainly African customers? Yeah, many. Yeah. And you do wholesale or just one? Wholesale, one, same, okay. Oh, same. Yeah. Naja. You have many shops. Yeah. Wow. Different Magen have stock. Ich finde die hängen ganz gut. Diese? Nee. Oder die? Ja. Das ist von Kongo. Kisoba-soba. Kisoba-soba. Ami, das ist Kongo. Ja, Kisoba-soba. Ja, ich bin viel mehr, aber gut. Hier werden, glaube ich, alle Träume wahr. Oh, mir gehen die Augen über. Ja. Okay, dann machen wir den. Die Bala, das war die Samotan, die Bala. Das ist eine Bala, okay. Ja, das ist eine Bala.
You think? Okay. Ja, ne? For her, it's okay? Okay. Ja, normalerweise habe ich nicht 38, aber ich glaube, das riskieren wir jetzt. Das muss für Liddy gut sein. Nehmen wir mit two piece or one piece? Two piece? 300, you said? 250? Main. Ah. Main. Okay. Was ist 300 nochmal? 300 sind 39. Ja. Thank you. Can I get receipt, please? Okay. Enchanté. Grand plaisir. Ah, merci. Bon commerce. Ah, merci. Wie findest du so einen Dior Trainingsanzug für 100? Ja, Dior super. Ja, Dior für einen Huni. Madam, you say you have this in large. Ja, let's go. So. Aber. Das ist grausam. Finde ich nicht. Das finde ich gut. Das finde ich jetzt schon wieder grausam. Aber andererseits ist das nicht schlecht, weil die... Das finde ich wirklich super. Okay. Hast du Hunger? Wir sind hier auffallend wie die weißen Einhörner oder wie man das nennt. Ja. Man kommt auch ohne uns gut aus auf der Welt. Letzter Tag in Guangzhou. Wir packen die Koffer. Ich habe die Turnschuhe habe ich jetzt mal so ein bisschen, als wären die schon mal getragen. Zeig mal. Ja, so ein bisschen halt. Okay, in der Pfütze. Und hier habe ich angefangen. Also ich finde, wir machen das so, dass wir das ganze Zeugs auf all unsere Koffer verteilen. So, weißt du, das Neue und das Alte natürlich gemischt. Ja, ja. Und gerne so, dass das Neue auch schon mal so ein bisschen zerknüllt ist. Ja, und einfach zu den schmutzigen Unterhosen, oder? Unbedingt. Ja. Unbedingt. Das ist zwar dann nicht so ganz topfrisch, wenn wir damit ankommen. Muss man mit leben. Aber und besser als Darm? Im Knast. Wieso im Knast? Wir landen nicht im Knast. Wir verteilen das hier schön und verhalten uns unauffällig. Genau. Was ziehen wir überhaupt an? Ich dachte also einfach, ich finde, das, was ich anhabe. Nee. Findest du nicht? Nee, überhaupt nicht. Guck dich mal im Spiegel an, bitte. Du siehst aus wie ein dahergelaufener Hippie, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Und wir haben hier Zeugs. Wir haben hier die Koffer voller Designer-Fummel. Und wir müssen so aussehen, dass wir halbwegs überzeugend, wenn die hier reingucken, uns glauben, dass wir für einen eigenen Bedarf gekauft haben. Also das ist doch wohl selbstverständlich. Ich habe zum Beispiel gedacht... Ja gut, aber willst du die mitnehmen? Was von den Sachen... Nee. Warum nicht? Na gut, also eine können wir reintun. Diese goldene... Ja, ich will doch nicht am Flughafen schon mit draußen Fett Gucci rumlaufen, die ja eindeutig aussieht. Ja, was meinst du denn, was du anziehst? Ja, irgendwas Normales. Nee, Jana, es gibt zwei Sachen. Ich glaube, beim Zoll gibt es die eine Sache, bunte Kuh. Wenn wir uns, guck mal, sowas anziehen. Ich mache dir das jetzt mal vor, bitte schön. Kuh. Ja, bunte Kuh, genau. Ja. Und bunte Kuh ist manchmal die beste Tarnung. Wir gehen dahin und reden auf die einen, sodass die Angst kriegen vor uns. Guck mal, wenn ich das hier anziehe... Das und sieht aus wie Fasching, der ganze Flughafen. Das ist nicht Fasching, das ist, hier in China trägt man sowas. Und immerhin, das haben unsere Designer-Leute... Kein Mensch hat sowas getragen. Lass mich mal angucken. Natürlich, ich hab andauernd Leute gesehen, die sowas anhatten. Und zwar auch auf dem Flug hierher. Wir fahren immerhin von der heißen Klimazone in die heiße Klimazone. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Du gehst auf jeden Fall nicht so, das geht nicht. Du musst was anziehen von dem Zeug, das wir haben. Du kannst dir von mir aus aussuchen, was du willst. Okay, also was wir machen, finde ich...
was okay ist, meinetwegen so wie ich jetzt gerade rumlaufe, aber dann irgendwie so, dass wir schick aussehen, finde ich. Also mit anderen Worten, du hättest Angst, wenn ich so mit dir gehen würde. So ist es. Und dann wäre ich verantwortlich dafür, dass wir verhaftet werden. Ja. Okay, dann machen wir einen anderen vor. Also diese Jeans, die sind ja nun, die Jeans geht nicht. Dieses hier ziehe ich nicht an. Das mag ich nämlich nicht leiden. Nee, ich auch nicht. Das finde ich furchtbar. Ich mag aber auch nicht, dass... Ich glaube auch im Übrigen, dass unsere Herren sich überhaupt nicht für Damenmode interessieren, dass sie das nur als Job machen. Ja. Du könntest auch den goldenen anziehen. Du. Ja, finde ich jetzt persönlich gut, aber finde ich, glaube ich, auch zu auffällig, ehrlich gesagt. Ich würde, also weiß ich nicht, vielleicht so diesen anderen Jogginganzug. Wo ist der denn? Ich weiß nicht, wo der ist. Weißt du, welchen? Ach, du meinst den hier? Ja. Oder? Ja. Okay, ja, wenn du den anziehst, damit bin ich einverstanden. Probier mal an. Probier mal an. Ist vielleicht ein bisschen dolle doch, ne? Ist überhaupt nicht doll. Ich glaube, das ist besser. Außerdem sieht das nicht so aus, als könntest du das nicht sonst auch tragen. Es ist genau deine Größe. Komm, das machen wir und dann suchen wir noch für mich was raus. Du kannst von mir aus... So meinst du, ist okay? Das ist okay. Und wir müssen uns außerdem ein bisschen beeilen. Dann sag mir, was mit was du leben könntest. Finde ich... Wo ist das? Finde ich. Das, also das ist schick, da siehst du aus wie... Und wir beide so? Okay. Wir machen jetzt einen Abschiedsdings. Tschüss, Guangzhou. Tschüss, Guangzhou. Stadt der Mode. Ja. Ja, guck, die guckt uns schon ein bisschen komisch an. Wahrscheinlich heißt es, was machen wir denn? Ja. Wow.